Ich möchte nur einmal zeigen, wie man ein paar Kreisbruchstücke mit Hilfe einer Excel-Tabelle erstellt und das anschließend dann noch mit Hilfe eines Formel-Editors beschriftet. Zunächst brauche ich eine Excel-Tabelle und hier füge ich erstmal drei Einsen ein. Diese markiere ich dann und erstelle daraus ein Kreisdiagramm. Dieses Kreisdiagramm kopiere ich zunächst und füge das in mein Word-Dokument ein. Allerdings muss ich aufpassen, in welchem Format ich das einfüge. Deswegen wähle ich hier Inhalte einfügen. Und hier gibt es die Möglichkeit, das als SVG, als Scalable Vector Graphic, also skalierbare Vektorgrafik einzufügen. Das brauche ich jetzt einmal, wähle das an. Und jetzt kann ich hier dieses Diagramm bearbeiten, indem ich sage, Gruppierung aufheben. Jetzt wird es umgewandelt. Und jetzt kann ich mir meine Stücke hier markieren, indem ich noch die Steuerungstaste gedrückt halte und dann anklicke. Diese schneide ich jetzt aus mit Steuerung X und lösche jetzt einmal das Diagramm. Und füge jetzt mit Steuerung V das wieder ein. Und jetzt kann ich hier das Gesamte zunächst einmal einfärben, in weiß und dann anschließend die Kontur in schwarz. Und jetzt möchte ich einmal hier dieses Stück in grau haben. Nehme ein hellgrau und füge jetzt einmal eine Beschriftung ein. Dazu brauche ich den Formel-Editor, den finde ich über Einfügen. Hier möchte ich das jetzt einmal noch zur Symbolleiste hinzugefügt haben. Und wenn ich jetzt hier raufklicke, dann kann ich eine Formel einfügen. Ich brauche dazu aber erstmal ein Textfeld. Dann kann ich anschließend diese Formel oder den Bruch noch umherschieben. Hier füge ich jetzt erstmal eine Formel ein, einen Bruch. Ich sage ein Drittel und passe jetzt nochmal hier mein Textfeld an, verkleinere das ein wenig und sage, es soll durchsichtig sein. Dazu stelle ich die Kontur auf keine Füllung, die Farbe auf keine Füllung und die Kontur hier auf keine Kontur. Und jetzt kann ich das markieren und greifen und mir hier entsprechend in meinen Bruch schieben und dann das gesamte Konstrukt einmal gruppieren. Und so kann ich dann hier meinen Bruch verschieben. Falls du Unterstützung beim Zeichnen in Word brauchst oder einen Vorschlag für ein neues Video hast oder einfach nur ein paar Dokumente austauschen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du bei meinem Discord-Channel vorbeischaust. Der Link hierfür befindet sich unten in der Videobeschreibung.